Hallo meine wundervollen Krebse, herzlich willkommen zu eurer Novemberlegung und herzlichen Dank für das Abstimmen, für diese Abstimmung sozusagen, die ich euch in Frage gestellt habe. Wieder komisch deutsch ausgedrückt, aber, aber ihr wisst, was ich meine. Meine Lieben, seht ihr bitte nach, ich habe heute schon meine Pferdeklamotten wieder an, aber ich kann mich immer nicht entscheiden und ich finde es immer blöd, wenn, hier guckt mal, hat mein Pferd schon wieder drum rumgeknabbert. Ja, seht ihr bitte nach. Ich bin halt einfach so eine Pferdefrau und Hundemama. Und ab und zu ist es halt so, dass ich dann halt so in Klamotten hier sitze. Aber meine Lieben, wisst ihr was? Ich finde das cool, weil das ist Authentizität und man kennt mich halt letztendlich auch irgendwie nicht anders. Ne? Also wie gesagt, ich lebe für die Tiere und ich lebe für euch, um euch die Legung zu machen. Und deswegen, ich weiß ja auch, viele stört es ja gar nicht, aber es gibt ja welche, die sich dann halt besonders schön machen. Und ich habe da auch ehrlich gesagt überhaupt keine Lust mehr drauf. Ich bin so, wie ich bin und das finde ich super. Und ich freue mich auch, dass ihr so seid, wie ihr seid. In diesem Sinne fange ich jetzt an und erkläre ganz kurz, um was es hier geht. Es ist eine Monatslegung für den Monat November 2023. Ich möchte mich herzlich bedanken für euer Interesse vom Oktober. Und ich habe gedacht, Mensch, ich bin ja ein Zwilling und normalerweise lege ich immer jeden Monat mit anderen Karten. Ich habe gedacht, nur wenn der November so toll gelaufen ist und ihr damit so super resonieren konntet, habe ich gedacht, nehme ich doch einfach nochmal die gleichen Karten. Ja, weil ich weiß, es gibt doch einige von euch, die gerne immer die gleichen Karten haben. Und ich habe gedacht, okay, ne, machen wir mal. Ja, noch was. Grunzen, Schnarchen und Schlabbern und was weiß ich im Hintergrund ist bei mir normal. Auch Hans Franz, die Hähne sind hier am Start. Ich merkte, ich habe heute Sprachfindungsstörung. Auch das schneide ich nicht raus. Das ist nicht schlimm. Also nichtsdestotrotz, das Schnarchengrunzen ist mein Hund. Und ich starte mit dieser Legung so, meine lieben Krebse, dass ich die Lennys für euch mische, ein großes Blatt auslege, so wie ihr das gerne wolltet. Und dann werde ich euch die Möglichkeit geben, euch ganz in Ruhe dieses Blatt anzuschauen. Und in der Zwischenzeit werde ich euch eine Göttinnenkarte ziehen und ein Krafttier. Wenn wir diese beiden Karten, Decks, diese Orakelkarten, die dann rausfallen, wenn wir die dann geklärt haben, fange ich mit der großen Legung an. Erst die vier aus äußeren, von außen gesehen, vier äußeren Eckpunkte. Dann schaue ich, wo ihr seid. Ja, und dann deuten wir die Karten und dann hoffe ich, dass ihr damit in Resonanz gehen konntet. Wenn nicht, denkt bitte mal daran, es sind kollektive Legungen. Sie können einfach nicht auf jeden zutreffen. Ja? Und dann kannst du dir gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen anschauen. Oder du buchst dir einfach eine persönliche Legung. Ne? Könnt ihr ja auch machen. So, meine Lieben, also, nichtsdestotrotz, wir starten los. Und für alle die, die öfter mal fragen, wie es meinem Pferd geht, danke der Nachfrage. Meinem Pferd geht's gut. Heute kommt er in eine neue Herde oder ist er in eine neue Herde gekommen. Leider konnte ich nicht mit dabei sein, weil ich vormittags hier für euch arbeite. Und ich schaffe dann das zeitlich nicht. Für alle, die Urlaub haben oder die jetzt Ferien haben, ja, ich wünsche euch schöne Ferien. Ich hoffe, ihr ruht euch schön aus und holt euch die Kraft zurück, die ihr braucht, um in diesem Wahnsinn der wundervollen Zeit, der Transformation und des Aufstiegs wieder Kraft zu finden und euren Weg gehen zu können. Ja, ganz wichtig. Wow, guckt mal, was hier im November rausfliegt. Das Glück. Wow, das ist mega, Leute. Ja, eine glückliche Fügung im Bereich der Familie. Okay, was haben wir denn hier? Wo euch einige dazwischen reden wollen. Vielleicht möchte euch jemand erzählen, weil ihr so glücklich seid, wie es richtig geht. Ja, liebe Krebse, da lasst ihr euch natürlich nicht reinreden, bitte. Ist ja ganz klar. So, okay, ich lege jetzt erstmal aus. Ihr habt dann, wie gesagt, die Möglichkeit, euch das Kartenbild in Ruhe anzuschauen. Wem das Auslegen jetzt hier einfach mal zu lange ist und wem nicht mal wieder zu viel Schnatter, bitte gerne einfach vorspulen, wenn ihr die Informationen, die ich euch geben möchte und darf, nicht hören wollt. 2, 4, 5. So. 6, 7, 8, genau. So, meine Lieben. Wer hat denn von euch auch ein Pferd, was nicht gerne stillsteht? Habe ich jemanden in der Community, der mit seinem Pferd Bodenarbeit macht und
gerade übt, stillzustehen. Ich meine, meiner ist 16 und hat immer noch keine Lust, stillzustehen. Wir sind auch sehr frei unterwegs und mein Pferd wird zum Beispiel auch gar nicht geritten, sondern wir spielen Fußball, Bodenarbeit. Wir sind einfach da, um schön zu sein. Ja, das ist natürlich, was viele Reiter überhaupt nicht verstehen können, aber wir sind so. 2, 4, 6, 8, ja. Und von dem her ist dann noch jemand in meinem Kollektiv hier auf meinem Kanal, der auch ein Pferdchen hat und auch so viel Dummheit macht wie wir. Also so wie ich in den Legungen immer schnatter und euch erzähle, so bin ich auch bei meinem Pferd. Und so sind wir auch kommunikativ sehr stark verbunden. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch mal zeigen würdet, wer auch so ein Pferd hat. Oder vielleicht hast du ja einen Hund, mit dem du ins Altenheim gehst oder irgendwas Tolles mit deinem Tier machst. Da könnt ihr mir ruhig mal schreiben. Und für alle die, die das noch nicht wissen, ab 10.000 Abonnenten werde ich für euch ein Live machen, wo ihr mir kostenlos eure Fragen stellen könnt, meine Lieben. Also wer damit dran teilnehmen möchte, bitte gerne die kleine graue Glocke oder dieses kleine Glöckchen drücken und gerne den Kanal abonnieren. Und im Übrigen, das wird noch öfter so sein, dass ich euch die Möglichkeit gebe für so ein, zwei Fragen mal in so einem Live. Ne? Also das ist dann nicht hier, ich abonniere jetzt mal und bin dann wieder weg. Dann verpasst ihr die nächsten kostenlosen Legungen. Ist eure Entscheidung. Genau. So, also jetzt habt ihr die Möglichkeit. Ihr seht, wunderbar haben wir dieses Kartendeck hier erstellt. Und jetzt ziehe ich euch erstmal ein Krafttier, damit wir gucken, was im November bei euch ist. Welche Energie vom Krafttier. Heute ist aber auch eine tolle Energie. Wow, könnt schon wieder Luftsprünge hier machen. Wow, 55. Quersumme 10. Etwas wird beendet, etwas Neues möchte beginnen. Der Seestern, öffne dich den unbegrenzten Möglichkeiten. Genau, du hast dich, lieber Krebs, vielleicht die letzte Zeit nicht getraut, dich zu öffnen. Oder hattest Schwierigkeiten, zu sagen, okay, ich öffne mich für die neue Zeit. Ja, und jetzt hast du hier aber die Möglichkeit, mit dem Seestern, das genau das zu tun. Ja? Eine ganz, ganz wichtige, wertvolle Energie, die du hier in dein Feld bekommst. Wir haben zwei Göttinnen bei euch. Na, da bin ich ja mal gespannt. Einmal die 8 und einmal die 34, Quersumme 7. Einmal Bridget, schöpferischer Funke. Das heißt also, du bekommst hier eine Möglichkeit, neue Wege zu gehen, voranzugehen mit Bridget. Die 8, zeigen Sie mir wieder 8 der Kelche oder auch 8 der Stäbe, das Vorangehen, positive Kommunikation. Es wird hier etwas in dein Feld kommen, was für dich ganz, ganz positiv ist. Eine Idee, schöpferischer Funke ist immer, du wachst auf und auf einmal sagst du, boah, ich habe eine Idee. Ja, ich habe die Lösung parat. Und das ist das, was hier in dein Feld kommt. Und Metis, die Göttin Metis steht für die Weisheit. Es geht darum, dass du genau weißt, wenn du den göttlichen, schöpferischen Funken bekommst, weißt du genau, das sorgt dafür, dass ich unbegrenzte Möglichkeiten habe. Egal welches Thema wir jetzt haben, es gibt immer noch mehr als das, was du gedacht hast, was es gibt in deinem Feld. So, wir fangen mit den Eckpunkten an. Ich gucke dann, wo du bist. Hier habe ich dich schon. Und dann geht's los mit der Deutung, okay? Also, eine Entscheidung möchte im November getroffen werden, die für dich zu einem Geschenk sich etablieren kann. Du wirst dir erst ein bisschen unsicher sein, weil du vielleicht denkst, es könnte dadurch was gekürzt werden. Das ist aber dann dein Gedankengang, denn wir haben hier die Weisheit und die unbegrenzten Möglichkeiten. Und das ist genau das, was hier in deinem Feld ist oder was in dein Feld kommen wird. Also begrenze dich nicht selber, kürze nicht selber die Kommunikation in Bezug deiner Mitmenschen oder die Entscheidungen, die du hier treffen möchtest. Ja? Bleibe offen dafür. Du bist hier im Hause des Schlüssels, das heißt, du bist hier im November sehr erfolgreich unterwegs. Du bist auch sehr stark, du bist auch sehr, du bist sehr, sehr kraftvoll unterwegs. Also dich kann normalerweise überhaupt nichts erschüttern, ja? Sehr, sehr tolle Tendenzen, die wir hier heute haben. So, also, du entscheidest dich fürs Vorangehen. Ja, das Vorangehen in Bezug auf die Beziehung könnte sein, dass du hier
dich selber begrenzt. Du begrenzt das Miteinander. Vielleicht bist du in einer Beziehung mit jemandem, wo du sagst, ich möchte mich nur auf diese eine Person begrenzen. Oder du sagst, du begrenzt mich zu sehr, ich möchte mehr mit anderen Menschen kooperieren. Dann hast du hier vielleicht mit einer Klammer oder Klette zu tun. Das ist eine Sache, die müsst ihr miteinander besprechen. Dann bist du ein sehr freiheitsliebender Krebs und möchtest dich nicht zu sehr begrenzen lassen. Kann man auch verstehen, aber da wirst du eine Lösung finden, ja? Das Glück hier, was in dein Feld kommt, sorgt dafür, dass du mehr in die Stabilität und ins Wachstum kommst, was wiederum dazu führt, dass die Blockade hier aufgelöst wird, ja? Es kommt ein Neuanfang ganz, ganz langsam auf dich zu. Oder du beschäftigst dich mittlerweile Stück für Stück mit deinem inneren Kind. Das kann es auch sein, was auch letztendlich ganz, ganz wichtig ist hier. Ja, weil du hast nämlich mit deinem inneren Kind oder mit einem Kind, hast du hier nämlich einen Konflikt, vielleicht aus der Ferne. Ja, oder es kommt etwas aus der Ferne hier auf dich zu, was du dir anschauen darfst, ja. Was ich sehr schön finde, ist, dass du im häuslichen Bereich, du bist gerne zu Hause. Ja, dein Zuhause, da fühlst du dich wohl, das ist schön, das hat auch eine ganz positive Energie, da ist ganz viel Liebe mit im Feld und da kommt auch in Bezug auf die Liebe eine Veränderung auf dich zu. Etwas Positives, ja. Also, so my home is my castle kriege ich immer rein, ne. Dann haben wir die Wolken im Hause der Wolken. Da wirst du doch das ein oder andere Mal in Bezug auf diese Blockade hier, was dein Wachstum betrifft, vielleicht geht dir das nicht schnell genug, ja, dass das Glück in dein Leben kommt. Ich denke mal, du wirst auch sehr schnell und sehr fix unterwegs sein und da wirst du dich ein bisschen gedulden müssen, lieber Krebs, ja. Also, mit Ruhe und Gelassenheit kommst auch du an dein Ziel, so. Auf Umwege kommt Geld in dein Haus, das ist sehr, sehr positiv und ein Neuanfang wird sich für dich positiv dahingehend auswirken, dass dir dein Gegenüber ein Geschenk machen möchte, mit dem du nicht rechnest, Transformation, Überraschung, da kommt irgendwas ganz, ganz Tolles auf dich zu. Auch ist der Neuanfang hier oder dieses Geschenk, was hier in Bezug auf die Transformation dein Gegenüber sich spiegelt, das ist für dich, was dich glücklich macht, ja. Also die Beziehung macht dich glücklich, der Neuanfang macht dich glücklich, du ziehst das Glück an, du bist positiv ausgerichtet, ja. Familie, ein super Thema, da gibt es innerhalb der Familie gibt es einen Konflikt und von diesem Konflikt, von dieser Familie wirst du dich zurückziehen. Das kann ein Familienteil sein, das kann aber auch deine ganze Familie sein, lieber Krebs. Du hast keinen Bock auf Stress, weil du bist einfach gut unterwegs. Du bist glücklich, du bist in einer Partnerschaft oder du wirst in eine glückliche Partnerschaft gehen. Da ist etwas, wo du sagst, ich bin so erfolgreich unterwegs, ich möchte auch da in dieser Energie einfach bleiben. Ja, und die möchte ich mir nicht kaputt machen lassen. Und das ist auch das wiederum, wo wir die Blockade halt haben. Ne? Lass dich nicht von deinem Erfolg blockieren in Bezug auf, ich sehe nicht die Blockade, sondern du hast hier letztendlich eine Blockade im Wachstum, weil es dir nicht schnell genug geht, ans Glück zu kommen. Also ein Stück weit, hier nochmal, der schöpferische Funke, die Weisheit, öffne dich für die unbegrenzten Möglichkeiten. Also überall, wo du das Gefühl hast, ich bin ungeduldig, ich bin blockiert, schau, woher kommt das, ne? Damit du das auflösen kannst. Das ist hier ganz, ganz wichtig. So, dann nagt diese Familiensituation an dir. Ja, das kann es sein. Und dieses Nagen macht dich auch ein Stück weit nervös. Und da ist für dich die positive Kommunikation ganz wichtig. Ja, ich bin ganz aufgeregt, dass ich hier was Positives kommunizieren kann, was hier noch im Geheimen liegt. Ja, kommt irgendwas, kommt doch hier auf dich zu. Und du lässt dir das aber auch nicht. Du lässt dich nicht von diesem, was auf dich zukommt, lässt du dich auch nicht reduzieren, ja? Da wirst du wirklich dafür kämpfen und wirst sagen, doch, wenn du mit deinem Herzen und mit deinem ganzen Sein dahinter stehst, wirst du das auch schaffen, ja? Die Unruhe, die hier durch die Maus kommt oder die Maus, die die Unruhe sozusagen reduziert, ist sehr positiv, weil du einfach lernst durch dieses
Von außen reduziert man mich oder versucht man mich zu reduzieren. Da wehre ich mich gegen, denn ich weiß letztendlich, dass die Möglichkeiten unbegrenzt sind. Also du wirst dein Ding hier absolut, du wirst deinen Stiefel hier anziehen und mit diesem Stiefel wirst du durch die Gegend marschieren. Du wirst dich dahingehend nicht blockieren lassen. Definitiv nicht. Du machst dein Ding. So, Konflikte. Warum Konflikte? Innere Kind oder beziehungsweise mit einem Kind die Konflikte. Okay, da könnte was ins Feld kommen. Wir haben den Mond. Den Mond haben wir im Hause des Fuchses. Das heißt, hier kommt jemand, der dir vielleicht intuitiv Angst machen könnte oder der dir unsicher sein könnte oder der auf dich unsicher wirkt oder der auf dich zukommt, der sagt, ich brauche mal deine Hilfe. Spür mal bitte intuitiv rein. Wir haben den Mond im Hause des Fuchses. Wir haben den Fuchs im Hause des Mondes. Hast du Angst vor deiner Intuition? Hast du Angst vor deinen Gefühlen? Oder kommt jemand auf dich zu, wo du sagst, oh, ich weiß, dass dieser Mensch nicht ehrlich zu mir ist. Vielleicht hast du aber auch Verlustängste in Bezug auf eine Beziehung, weil du sehr stark und dominant um deine Beziehung kämpfst, weil du auch sehr stark und dominant bist. Ja, und du vielleicht Angst hast, dass hier etwas reduziert wird in Bezug auf die Beziehung. Das kann es hier natürlich auch sein. Die Öffentlichkeit steht im Hause der Klarheit. Du bist in der Öffentlichkeit, bist du hier sehr, sehr klar unterwegs. Ziehst dich aber trotz alledem immer wieder zurück, damit du auch in deiner Klarheit bleibst. Und diese Unsicherheit und dieses ganze Blockiertsein, ja, das hat hier was mit der Familie zu tun. Also gucke mal bitte, wer in deiner Familie dich blockiert und wer anderer Meinung ist und dass jemand zu dir sagen könnte, also Krebs, diesen Weg kannst du nicht gehen, weil. Das ist dann die Blockade der Person, aber nicht deine Blockade. Also hier auch wieder, lass dir keine Angst machen, sondern handel intuitiv. Und alles das, was du intuitiv entscheidest, wo du fühlst, ja, das tue auch. Wenn du sagst, nee, ich habe Angst, intuitiv, dann lasse es auch, ja. In Herzensangelegenheit kommt eine positive Veränderung auf dich zu, ja, das ist definitiv Fakt und das wirst du auch, da wirst du auch stabil bleiben, also diese positive Energie wird auch stabil bleiben. Ich sage ja, dieses positive Zuhause, my home is my castle, das wirst du hier ganz stark leben, lieber Krebs, ja. Positive Kommunikation in Vertragsangelegenheiten oder in einem Geheimnis haben wir hier. Was haben wir noch? Du bist, wie gesagt, im Hause des Erfolges. Die Veränderung hier ist im Hause der Berufung, deines Berufs. Du wirst hier eine Veränderung im Beruf haben, die für dich in Bezug auf Herzensangelegenheiten sich positiv auswirkt. Ich könnte mal denken, dass du hier die Veränderung in Bezug auf die Herzensangelegenheiten dahingehend setzt, dass du beruflich vielleicht ein Stück weit zurücktrittst. Ja? Wir haben den Beruf hier oben liegen, das ist das Haus der Öffentlichkeit. Vielleicht arbeitest du mehr in der Öffentlichkeit. Ja? Und dass das eine Herzensangelegenheit ist, eine positive Veränderung, die hier in dein Berufsfeld kommen möchte. Also beruflich gesehen wirst du etwas, du wirst dich mehr zeigen. Du wirst sagen, das ist genau das, was ich immer wollte. Das ist es, was in dein Herz kommt und was auch in dein Feld kommt. Also dein Herz öffnet sich für neue berufliche Wege. Ja, schicksalshaft, ne? Da haben wir hier eine männliche Person liegen, die hier, oder dein Gegenüber, die hier positiv schicksalshaft, mit der du zusammen bist oder zusammenkommen wirst. Wir haben hier auf Umwegen das Geld, ist auch schicksalshaft bedingt. Vielleicht sollst du besser mit Geld umgehen oder es kommt einfach, weil du sehr vertraust, immer zur richtigen Zeit, dass das finanzielle Zubrot auf dich zu. Da musst du gucken, wo du stehst im Bereich deiner Berufung. Und in diesem Sinne, was haben wir hier noch? Dein Gegenüber ist schicksalshaft und es gibt hier eine Transformation mit deinem Gegenüber. Entweder ein Neuanfang oder er verändert sich, dein Gegenüber verändert sich. Ja, und das ist das, was auch im Beruflichen bzw. im Privaten sich positiv bei dir äußert, weil ihr
Also ihr seid glücklich, dass sich euer Leben so verändert? Und das strahlt sozusagen im beruflichen wie auch im spirituellen Bereich, im zwischenmenschlichen Bereich strahlt es aus. Das Einzige, was halt ist, dass du dich von Konflikten in der Familie dich zurückziehst und du solltest an deiner, wenn du sie hast, Existenzangst in Bezug auf Verlustangst deiner Partnerschaft solltest du arbeiten. Okay? Weil es ist dein Denkmuster. Es ist nicht, dass dein Partner von dir geht. Es ist dein Thema, was du hast im November. Verlustangst in der Partnerschaft. Ja, also Weisheit, schöpferischer Funke. Du wirst eine Lösung zur rechten Zeit bekommen und grenzt dich und schränke dich einfach mit den Möglichkeiten, die du bekommst. Schränk dich da nicht zu sehr ein, lieber Krebs. Du kannst alles schaffen, was du willst. Okay? In diesem Sinne, lieber Krebs, alles, alles Liebe. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Gerne abonnieren, liken, teilen. Und wenn du eine persönliche Legung haben möchtest, kannst du dir diese auch buchen. Oder du schaust dir gerne Mond, Venus, Aszendentzeichen an. Ich freue mich, dass du da warst. Ich freue mich, wenn du wiederkommst. Und wir sehen uns oder hören uns das nächste Mal. Alles Liebe, mach's gut und danke für dein Abo.